Hi zusammen, mein Name ist Suslik und heute will ich euch zeigen, wie man ganz leicht aus Lego ein Getriebe machen kann. Dazu braucht man am Anfang so eine kleine Plattform, die drei solche Lego-Halter hat und so eine Form hat. So. Danach nimmt man so einen Motor, der ist nicht besonders stark, aber dafür kann er sehr schnell drehen. Den Motor, den machen wir hier unten so dran, dass er dieselbe Höhe, wenn man so auf dem Boden liegt, dass es dieselbe Höhe hat wie diese Halter. So. Dann nehmen wir so ein Schneckengetriebe mit einer Schnecke drin, nehmen ein normales Zahnrad und nehmen zwei solche schwarze Halter. Und alles zusammen tun wir dann hier so zusammenbauen. Diese schwarzen Halter kommen dann so rein. So. Es sollte dann so aussehen. Und dann nehmen wir, diese eine Stange und tun das Schneckengetriebe hier auf diese Seite hier befestigen. So, dass es dann so aussieht. Hier muss ein kleiner Schlitz sein, weil sonst wird das Zahnrad von den Befestigungen blockiert. So, danach nehmen wir so eine Stange mit einem bisschen kleineren Zahnrad und so einem großen Riemenrad und tun es dann so auf die Art durchstecken, bis es im Schneckengetriebe ist. Nein, war doch die falsche. Wir brauchen nur so eine und die tun wir dann hier durchstecken ins Schneckengetriebe. So, dann nehmen wir so ein kleines Teil. Es kann als Riemenrad benutzt werden oder als Abstandshalter und tun es hierhin auf die andere Seite machen. In unserem Fall dient das für beide Sachen. Als Abstandshalter und gleichzeitig auch als Riemenrad. So, und jetzt kommt dieses Teil dran. Das tun wir direkt über dieses Ding machen, so dass es so aussieht. So. Dann nehmen wir den Riemen und tun ihn hier drauf machen. Na komm schon, geh drauf. So. Sollte dann ungefähr so aussehen. Danach nehmen wir so eine braune Welle und so ein Zahnrad. Die eine braune Welle oder Abstandshalter tun wir auf das Zahnrad drauf machen und dann direkt hier neben das Riemenrad machen, so dass es sich so bewegen sollte. Danach nehmen wir so einen kleinen Ventilator mit so einem normalen Zahnrad und das eine Winkelzahnrad muss hier nicht unbedingt da sein, das ist nur als Abstandshalter da und tun es dann einfach nur hier oben einfach drauf machen, so dass dann alles zusammen verbunden ist. So. Danach nehmen wir eine Stange mit zwei Kardanwellen und die tun wir dann auf einer Seite ins Schneckengetriebe reinmachen. Und dann auf der anderen Seite auch in den Motor. So. Wichtig ist nur, dass die Stange ins Schneckengetriebe geht. So. Es ist alles fertig und es kann sich drehen. Danach nehmen wir so ein Verlängerungskabel und tun es an ein anderes Kabel anschließen. Das sind solche originalen Lego-Kabel mit so einem Lego-Anschluss. Und tun es hier an den Motor dran machen. So, ihr habt schon bei einem anderen Video gesehen, dass ich so eine Lego-Fernbedienung habe. Und mit der kann ich jetzt das steuern. Und man kann sehen, dass es sich langsam dreht, obwohl der Motor ganz schnell dreht. So. Und nur der Motor alleine, ohne das ganze Getriebe, würde es sich viel schneller drehen. Ich habe es kurz abgemacht und habe es ohne Getriebe an den Motor gemacht und schalte es nochmal an.
Man kann kaum sehen, wo gerade etwas ist, weil es sich so schnell dreht. Tja, das war's auch schon mit dem Video. Vergiss nicht, die Videos zu liken und den Kanal abonnieren. Und tschüss.